Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Timo Jacket. Heute mit dem Spiel Mini-DNA. Und zwar geht es darum einfach so. Einfach so Jump Run zu machen. Spawnt dann immer so ein neuer Block. Und ja, ich bin schlecht. Das ist einfach. Und zwar kann man, wenn man sneakt und dann Linksklick auf den Block macht, dann wird er sozusagen so als Respawn-Block genommen und man respawnt immer wieder da. Schaffe ich auch so. Das geht auch. Dann ja. Ja. Da ich jetzt nicht so der beste Block-Boss bin, dann mache ich jetzt hier mal einige Respawn-Blöcke. Und wenn man. Je mehr Respawn-Blöcke hat, desto langsamer dauert es, bis ein neuer Block vor einem Spawn. Da ist einer. Und wer halt am Ende am höchsten ist, hat sozusagen gewonnen. Und zwar ist jetzt, na gut, ich hätte nicht machen müssen, wenn man da raufgehen kann. Vierter bin ich geworden. Nice. Und zwar wollte ich noch sagen, dass ich jetzt den neuen Kanalbanner habe, den ich vor eineinhalb Wochen in dem Video mal gesagt habe, angesprochen habe. Der sollte ja dann da kommen. Allerdings war der dann noch nicht fertig und so. Aber jetzt ist er fertig. Das ist jetzt da. Ich finde ihn richtig cool. Und könnt ihn ja selber mal angucken. Wir sehen uns jetzt dann das nächste Mal bei Timo Jacket wieder. Morgen kommt zwar dann wieder ein normales Video. Donnerstag. Am Freitag kommt dann wieder Timo Jacket. Bis dahin. Ciao.